Beppi babbelt. Lieber dumm geschwätzt als gar nichts gesagt. Hallo ihr lieben Leute, ich bin's wieder, euer Beppi. Was eine Woche, oder? Ich glaub es nicht. Der Laschet als Kanzlerkandidat von der CDU. Naja, Laschet geht's ja wohl nicht, ne? Ja, der Söder hat dann gedacht, okay, ich bleib dann in Bayern und mach Trainer vom FC Bayern München. Da verdiene ich ein bisschen mehr und da habe ich auch ein bisschen mehr Anerkennung. Denn das wird ja sowieso nichts. Sind wir mal ganz ehrlich, ja. Bis der Laschet jetzt dran ist, hat die Mutti das Land sowieso in den komplette Lockdown gefahren. Und der Laschi, der wird's dann auch nicht reisen, denn... Ja, auf der anderen Seite ist ja die Frau Baerbock, nicht Quatsch. Baerbock, das ist ja ohne. Nein, mit dabei ist die Frau Baerbock, das ist die von der Grünen. Und das ist ein junges Mädchen. Ich glaube, das wird ganz gut. Das heißt, junges Mädchen ist ja schon eine erwachsene Frau, gell? Aber schwer vorstellbar, wie die dann irgendwann mal mit Putin und mit Biden und den ganzen Staatschefs sauber beim Staatsbankett hockt. Aber man muss ihnen alle Chance geben, denn vor 16 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass Kurz Mädchen, die Angela, so lang durchhält. Wie gesagt, wir werden es erleben, wie die Frau Baerbock das macht. Ihre Chancen sind ja gestiegen, seit der Laschet dabei ist, gell? Also, das ist jetzt mal nur so nebenbei. Der Olaf Scholz haben wir ja auch noch. Ach, der Olaf ist ja auch noch da. Aber das ist eine andere Geschichte und die soll eine andere Mal erzählt werden. Bis dann, euer Baby.